Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 895 und stehen schon von den ersten Mods und wir haben die ganzen Mods, heute nämlich alles Traktoren, Zugmaschinenmäßige Sachen, hier bei uns auf dem Platz stehen. Wir fangen an mit einem schönen John Deere Klassiker. Den gibt es, wie ihr seht, in mehreren Varianten. Ja? Hier sieht man dementsprechend auch schon am Design, dass sich hier auch die Typenbezeichnungen ändern. Das hängt dann teilweise auch mit den Jahrgängen zusammen. Und natürlich dann hier seht ihr auch mit der Beschriftung, mit den Größen, die ich da gesetzt habe. Ne? Die Sachen sind hier jetzt nicht Varianten zum Einstellen. Das ist eine Mod, aber man sieht dann verschiedene Sachen im Shop. Ich glaube, ich zeige das mal zuerst im Shop. Wir gehen einfach mal direkt rein und da seht ihr das Ganze schon. Ne? Wir haben 52, 53, 56. Das sind die Jahrgänge, die wir haben. Und da seht ihr selber, das sind die letzten vier hier. Und hier dann jeweils die Größenordnung. 46 PS fängt das Ganze mit an, 53 PS und 65 PS sind die größten Varianten. Das ist auch meistens, wie ihr jetzt hier seht, immer nur so die eine Version schon komplett fertig. Das heißt, die Variante, dass man nichts umstellen muss oder keine Einstellmöglichkeiten hat, ist halt hier halt ausgeglichen damit, dass man mehrere in der Liste hat. Ne? Was einen lieber ist, ist eine andere Geschichte. Manche haben lieber das Menü ein bisschen aufgeräumter sozusagen im Shop, aber wie gesagt, das ist so kein Punkt. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind die vom Motor Sound her alle gleich. Deswegen können wir uns einfach einen davon schnappen und einfach mit loslegen. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe mal stumpf hier aufs erste. So. Ne, von den Details im Motorbereich, das sehe ich vielleicht besser, wenn ich nicht drauf sitze. Ne, sehen wir hier, das sieht schon mal ordentlich gemacht aus. Wenn wir reinhüpfen, wir haben dementsprechend Licht. Das ist einfach nur die kleine Lampe, die wir vorne an der Seite haben. Wir haben jetzt hier nicht groß Blinkergeschichten oder sowas zusätzlich. Das kann man so vergessen. Auch den Armaturenbereich, wenn wir da Licht anmachen, passiert so nicht sonderlich viel. Wenn wir den Motor anmachen und uns ein bisschen bewegen, seht ihr selber. Da habe ich auch keine direkte Zeigerreaktion, aber nicht das Problem, sorry fürs Räuspern. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal mit einem von diesen Jungs eine Runde und dann sehen wir mal weiter. Ja, ihr seht schon, Kurvenlage, muss man ein bisschen dran arbeiten. Man mit den Möglichkeiten arbeiten. Man hat natürlich vorne nicht so einen super breiten Radstand sozusagen, ich fast gesagt. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das da könnte es schwierig machen, damit Highspeed-Kurven zu fahren, sagen wir es so. Ja, das war Variante Nummer 1. Ihr habt gesehen, die kosten auch nur einen Apfel und ein Ei im Shop. Ne? Also wer daran Spaß hat, ne? Einfach eine Runde loslegen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier weiter. Nehmen wir uns mal so ein bisschen dickere Maschine. Und da sagt ihr, Moment, wenn ich das Platinum-Atom habe, dann habe ich das gute Stück doch schon. Theoretisch, ja, aber halt nicht in den Möglichkeiten, die wir hier haben. Auch hier ergibt sich der Schlüssel wieder mal im Shop. Diesmal müssen wir in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich zu den Großtraktoren. Da seht ihr ganz am Ende, das ist der Unterschied zwischen den beiden. Da seht ihr sie auch gleich nebeneinander. Wir haben einmal hier die Möglichkeit, den 4000er, 4,5er und 5000er zu haben und haben halt Trelleborg, die Standardbereifung und Reifenhersteller. Das ist halt das, was im, durch das Glaspack mit dabei ist. Die andere Variante, die wir haben, seht ihr hier schon, da haben wir noch die Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier auch noch die Farbmöglichkeit, die Felge zu ändern. Das ist in dem Fall wichtig. Wir haben die Motorgröße hier im Prinzip ähnlich. Dann haben wir noch zusätzliche Motorgrößen. Die ist doch ein Chip-Tuning und ein, ne, da die PS-Zahlen sind dann ein bisschen utopisch. Reifenvariantenmäßig haben wir hier natürlich auch ein paar am Start, so wie wir es halt kennen. Hersteller von den Reifen, ne, sind zwei gesetzt und dann kommt das Design dazu. Und da haben wir jetzt Basic, das heißt, wir haben hier vorne die Möglichkeit, die Kühlgitterbereiche zu ändern. Ne, und dadurch ja auch eine Black Edition zu machen oder eine Red Edition zu machen, das dadurch farblich zu ändern. Ne, und auch eine weiße Variante. Also wenn wir das jetzt hier durchschalten, zum Beispiel jetzt auf, ja, nehmen wir irgendwas, rot zum Beispiel, und sagen, okay, die Felgen sollen da halbwegs zu passen.
Ne, dann sage ich das, okay, ich passe das jetzt dem Gitter an und dann habt ihr hier eine schöne andersfarbige Variante dann. Also finde ich schon sehr gelungen. Sieht dann auch schon sehr gut aus. Ne? Hat mal so ein paar mehr Designmöglichkeiten mit da drin. Und man will natürlich auch ein paar extreme PS-Zahlen. Ja? Was sich dadurch ergibt, auch dann die 90 km/h, ich weiß nicht, was bei dem Original ist, auch ist 50 hier angegeben. Auch da ist er dann ein bisschen fixer unterwegs. Ne? Sonst von den üblichen Sachen seht ihr selber, Lampengeschichte, auch hier vorne der Frontvorbau und sowas mit den Lampen. Das sieht natürlich alles sehr gut aus. Wir haben auch natürlich die Blinker-Variante, die sowohl vorne wie auch hinten dementsprechend funktioniert. Wenn wir reingucken, Innenleben. Hier haben wir die verschiedensten Monitore, die dementsprechend dran sind. Wenn ich Licht anmache, so passiert hier natürlich drin nichts. Wenn ich den Motor anmache und wir hier alle Sachen sehen, dann seht ihr eine Reaktion an sich. Eigentlich haben wir hier dann auch nicht. Na, schön wäre gewesen, wenn wir da oben bei den Lichtanzeigen da auch die Lichtanzeigen drin gehabt hätten, aber wie gesagt, man kann nicht immer alles haben, ne? So ist es halt. So, ich werde einfach, damit es, ne, vollständigkeitshalber hier auch mal eine Runde mit drehen. Ne, Bremslichter gehen hier auch, Rückfahrleuchten nicht. Hier seht ihr halt, ich habe halt das helle Dach, das bleibt halt, und ich habe halt dann hier die Black Edition sozusagen draus gemacht. Stellen einfach mal hier neben, damit er an der Seite ist, und dann laufen wir einfach mal zum nächsten Traktor. Genau, so einfach ist das Ganze. So, da bin ich schon fast reingehüpft sozusagen. Da seht ihr selber Kubota M4072. Da hüpfe ich mal rein. Wir machen mal eine Runde Lichttest als erstes. Und dann seht ihr, da haben wir schon mal überall gut Licht. Die Rundumleuchten, die funktionieren natürlich auch hier, die eine. Wir können auch blinken. Das funktioniert auch auf beiden Seiten. Also ein Lichttest ist schon mal okay. Von den Texturen her sind wir hier relativ gesehen auf dem aktuellen Stand. Wenn wir uns die Innengeschichte angucken, dann seht ihr hier, wenn ich normal Licht anmache, passiert nichts sonst so in der Richtung. So, wir haben jetzt hier auch keine großen Zeigerreaktionen, und wenn ich Licht anmache, dann ja, haben wir hier dementsprechend auch nicht unbedingt die Reaktion, um zu sagen, wir haben keine. Wenn ich hier noch drücke, dann seht ihr, habe ich hier noch eine Maussteuerung. Haben wir das Licht aus? So. Mit der Maussteuerung kann ich hinten das Fenster aufmachen und oben die Klappe aufmachen, oben das, die Dachluke aufmachen. Das finde ich nochmal sehr schön als. Sorry, heute echt fürs Räuspern. Finde ich sehr schön hier als Alternativen dementsprechend noch. Ne? Also sehr schön gemacht. Ich würde sagen, wir gucken kurz im Shop und dann drehen wir auch mal eine Runde mit. Den finden wir auch unter den kleineren Traktoren. Da seht ihr nämlich schon. Hier steht M40X2, weil es verschiedene Versionen und Größen gibt. Wir könnten hier die Felgen auch noch in Grau oder in Dunkel passend kriegen. Die Hauptfarbe an sich hier bleibt. Wir können vorne, ne, Gewichte ransetzen, Hydraulik ransetzen, und wir haben den 62er oder den 72er mit 66 und mit 74 PS als Auswahlmöglichkeit. Wir können Frontanbau draus machen, was ihn natürlich zum hervorragenden, schönen, schmalen Traktor macht für die Hofbewirtschaftung. Wir können auch Breitreifen, Pflegebereifung setzen und Standard. Aber ihr seht, selbst die Standardbereifung ist sehr schmal, also der ist schon, ne, die Pflegebereifung und sowas, wenn ihr das seht. Ich finde, sehr gelungen. Also sehr schöne Alternative. Und selbst wenn wir alles überall dran rumstellen, wie ihr selber seht, dann sind wir so bei um die 40.000, was natürlich dann immer noch ein sehr guter Preis und ein relativ gutes Schnäppchen ist. Ne? So, dann würde ich sagen, drehen wir hier nochmal eine Runde mit. Rückfahrleuchten keine, Bremsleuchten gehen. Das war noch der letzte Test sozusagen. Ich lasse einfach die Fenster mal offen stehen. Hier klaut keiner. Und da steht das gute Stück. Also, wie gesagt, für einen kleinen Hoftraktor eine schöne Geschichte. So, dann schieben wir zur letzten Mod für heute. Da sind wir auch schon.
Wir sind bei Deutzfahr. Eine Typenbezahlung von hier sehen. In dem Fall ist es hier die 6,6190, so kann man es sehen. Ne? Wir haben die hier mit sehr viel Zubehörberichtgeschichten und sowas. Seht ihr selber hier an sehr viel Dekorgeschichten auch mit drin. Texturen sonst sind natürlich hier alles super aktuell. Wenn wir reinstellen und drauf gehen, seht ihr selber, wir können hier noch den Traktor auf- und zuklappen. Das Auf- und Zuklappen ist die Tür öffnen in dem Fall. Ne? Also wie gesagt, mal eine andere Variante, sag ich mal so. Ne? Warum nicht? Macht die Hilfe mal wieder aus. Wir machen als erstes mal die Lichtvariante. Sorry. Da seht ihr, dass wir oben noch schön die Lichtleiste da oben zugekriegt haben. Und jetzt hier alle Lichter anmachen, dann hat er schon ordentlich Licht. Das kann ich ja noch sagen. Rundumleuchte geht natürlich auch. Und Blinken ist hier natürlich auch selbstverständlich. Das funktioniert. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken, dann seht ihr schon sehr viel schön Dekomaterial. CB-Funk und allen möglichen Spaß, den man hier reingesetzt hat. Wenn ich so Lichtgeschichten mache, passiert hier drin nicht sonderlich viel. Wenn ich den Motor anmache, seht ihr, geht Display an, es geht hier Funktionsbereich an. Und wenn ich dann das Ganze benutze, dann seht ihr auch, dass wir hier Tastenbeleuchtung haben. Und wir haben hier auch noch trotzdem, obwohl es von der, ich weiß nicht, ob es von der Liste einfach zu lange war, ne, da steht es, Simple IC-Steuerung noch dabei haben. Muss mal gucken, was hier wo noch wie aufgeht. Ich habe, glaube ich, nur die beiden Punkte jetzt gesehen gehabt. Die Tür. Und hier bin ich mir nicht mal sicher, was das macht. Mach mal Licht erstmal wieder aus. Die Simple IC-Steuerung kommt erst dann dazu, wenn ihr das Fahrzeug anmacht. Ich habe jetzt auf Anhieb nicht rausgekriegt, wo das gute Stück hierfür ist. Ihr könnt natürlich gerne gucken, wofür es ist. Vielleicht kriegt ihr es noch raus. Das hier ist für die Tür, obwohl die Tür im normalen Außenbereich halt auch mit einem X aufzumachen geht. Also, das haben wir dann schon mal. Also, durchaus eine schöne Geschichte. Wie gesagt, wenn ich das ausmache, dann geht die Beschriftung Simple IC im Menü weg, aber hier ist der Part noch da. Aber auch nicht so wild, ne? So, ja, Shop müssen wir uns natürlich das Ganze angucken. Ich glaube, er läuft unter dem mittelgroßen, da haben wir es, Serie 6. Ne? Wir haben Trelleborg, Mitas ans Motorhersteller, wir haben die Monitorgeschichten, die wir anschalten können. Ne? Das hier ist die Designgeschichte hier oben, das seht ihr selber, wir hätten noch die Luft-Airhorns noch haben können und die anderen Sachen hier durchschalten können, so, was man alles drauf haben möchte. Wir haben den Stollfrontanbau, Alloy und gar keinen. Und Motorgrößen von 165 über 175, 190. Ne? Dann sind wir am Ende. Also 91,90 TV ist der größte halt in dem Fall. Auch Hauptfarben haben wir hier noch. Die alten Deutz-Grün-Geschichten und sowas. Da hätten wir auch in dem dunklen Part kriegen können mit was weiß ich, schwarzen Felgen. Wie man halt dementsprechend möchte, bis hin zu. Ne? Also es sind alles wohl Deutz-Farbtöne, die es dementsprechend schon in der Nutzung gegeben hat. Ne? So hätte man auch eine schöne graue Edition. Sieht auch ordentlich aus, muss ich sagen. So, ja, ich würde sagen, wir fahren noch mal eine Runde. Bremslichter gehen, Rückfahrleuchten hat er dementsprechend auch. Ist also gut und zackig unterwegs, kann man nicht anders sagen. Kommt auch dementsprechend gut rüber. Also, ne? Schönes Ding. So, ja, am Ende wisst ihr immer, was kommt. Ich stelle mich hier eine Runde zur Seite und ja, wir schauen auf die Jungs zurück hier sozusagen. Ja, ganz einfach, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre wunderbar. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.